Hallo und herzlich willkommen zu Fields of Glory 2 Medieval. Ich fange nicht direkt mit der neuen Schlacht an, sondern mit den Verlusten der alten Schlacht. Das ist, denke ich, mal ganz interessant, dass wir uns das auch mal angucken. Also, wir haben es mit 6600 Leuten geschafft, gegen 7100 zu gewinnen. Gefangen und desertiert sind bei ihm 2000 und bei uns insgesamt, also insgesamt der Verluste hatte er 4000 und wir 1600. Das ist, wie ich finde, eigentlich gar kein so schlechter Wert. Und ja, was soll man dazu sagen? Verwundet, getötet. Also den zeigen, glaube ich, nicht ganz. Aber es sah hier oben jetzt gerade anders aus. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Indikator. Okay, weiter geht's. Es ist ihnen gelungen, die Siegbedingung für das vorige Kapitel der Kampagne zu erfüllen. Die Schwertbrüderarmee verlor 1600 Soldaten. Die Baltenarmee verlor 4000. Lembito wurde leicht verletzt, hat das Kommando aber wieder übernommen. Kampagnenpunkte, man wird jetzt respektiert. Wir haben nichts gewonnen, nichts erobert. Und dann lesen wir uns mal die Geschichte hier weiter durch. Nach einem erfolglosen Kreuzzug gegen die heidnischen Prussen im Jahr 1219 nach Christus gründete der polnische Herzog Masowien und Konrad I. 1220 nach Christus einen eigenen Kreuzritterorden, die Brüder von Dobrin. Wir schreiben das Jahr 1222 nach Christus und Konrad I. unternimmt einen weiteren Kreuzzug gegen die Prussen. Die Prussen haben ihre Stellung mit Barrikaden verstärkt. Möchten sie die Stellung angreifen oder versuchen sie uns zu umgehen? Die alte Armee wurde aufgelöst. In der nächsten Schlacht wird ihnen eine Armee von 1230 Punkten zur Verfügung gestellt. So, jetzt haben wir hier drei Optionen. Wir können, damit werden sie in das vorige Kapitel versetzt. Sie können eine strategische Entscheidung, die sie zuvor gefällt haben, neu treffen. Auch die Einteilung der Garnisonstruppen und Rekrutierung werden wiederholt. Die Schlacht findet auf einer neu generierten Karte statt. Ihr Ruf und ihre Punktzahl werden nicht zurückgesetzt. Das heißt, wir könnten versuchen, uns jetzt ja ein bisschen zu optimieren bei dem Ganzen. Aber, also ganz ehrlich, wir machen weiter. Ja, ganz klar. So, jetzt können wir überlegen, sofort angreifen oder versuchen, die feindliche Verteidigung zu umgehen und aus einer anderen Richtung anzugreifen. Also ich bin tatsächlich jetzt für sofort angreifen. Ja. Wir greifen sofort an. So, ich bin gespannt, wie weit wir übrigens auch weiterspielen. Mein Plan ist ja durchaus auch, vielleicht bis Kapitel 3 oder 4 zu spielen. Das werden wir mal sehen. Nächste Woche ist auch noch eingeplant für dieses Spiel. Mal schauen, wie weit wir schaffen. So. Polen gegen die baltischen Stämme. Schlagen sie die feindliche Armee. Das ist hier wieder das Gleiche. Wir sind wieder bei 24 Runden. Der Feind hat sie in eine Lage gezwungen, in der sie angreifen müssen. Wenn der Feind bis zum Einbruch der Dunkelheit durchhält, kann er einen strategischen Sieg feiern. In anderen Worten, wir müssen ihn definitiv schlagen. So. Hier hinten sehen wir... Oh. Okay. Eieieiei. Wieder Sumpfland. Oh, wie ich es hasse. Guckt euch das an. Das ist ja alles sumpfig hier. Aber zumindest haben wir dieses Mal alles sumpfig. Und dann gibt es hier... Okay, hier ist viel offenes Gelände. Hier, die Seite, da brauchen wir... Was haben wir hier? Sperrkämpfer bringen ja mal überhaupt nichts. Mittlere Fußtruppen. Alle anderen Einheiten außer leichte Fußtruppen. Haben wir ein paar leichte? Ja, der Pöbel. Pöbel Negativmodifikator von Sammelproben im offenen Gelände. Wir könnten ein, zwei Pöbel mitnehmen. Wir haben aber auch nur vier. Unerfahrene Speerkämpfer haben wir 6. Das sind alles schwere Fußtruppen. Das sind mittlere Fußtruppen. Negativmodifikator für die Sammelprobe. Durchschnitt, ungeschützt. Tja. Wir haben noch 950 zur Verfügung. Was hat er denn schon aufgestellt? Ritter, Speerträger, ernsthaft defensive Speerkämpfer. Also wir nehmen auf jeden Fall
alle Axtkämpfer mit. Mehr kriegen wir nicht drauf. Dann nehmen wir auf jeden Fall die Armbrustschützen mit. Haben wir denn... Wir haben noch nicht mal... Das ist ja Wahnsinn. Ja, nehmen wir lieber ein paar mehr Einheiten. Negative Modifikate für die Zusammenhaltprobe im offenen Gelände gegen die schweren Fußtruppen. So, warte mal. Wir könnten doch hier auch drauf gehen. Kontakt 100 gegen alle Truppen außer berittene Stoßtruppen. Die werden... Ich hoffe mal, dass unser Feind sich wirklich einigelt. Das heißt, wir sollten wirklich auf Reiter setzen. Also wir brauchen auf jeden Fall mehr Ritter. Da holen wir uns nochmal 4 Stück dazu. Ich hoffe, dass er hier sich nicht wirklich mit solchen Truppen einigelt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich würde erwarten, dass hier oben Bogenschützen sind. Hier auch. Aber wir müssen auch darauf gefasst sein, dass er den Rest... Okay, den Rest werden wir... Axtkämpfer haben wir. Dann füllen wir den Rest mit Speerkämpfern auf. Und wir sollten auch auf jeden Fall 2x Armbrust mitnehmen. 2x massierte Bogenschützen. Und dann nehmen wir noch ein paar Speerkämpfer mit. Und den, dann füllen wir nochmal ein paar Bauern auf. Ah, ich weiß nicht. Ich würde sagen, den Rest füllen wir automatisch auf. Und stellen wir jetzt auch automatisch auf. So, was hat er jetzt genommen? Er hat hier tatsächlich noch mehr Ritter reingepackt. Ne, die Zahl hat er nicht erhöht, das ist gut. Speerkämpfer hat er eine Menge genommen. Ja. Wir gucken mal auf die Speerkämpfer drauf. Defensive Speerkämpfer, 100 VP gegen alle Truppen. 100 VP gegen alle Truppen, Rüstungsvorteil. Ich denke, das ist der richtige Weg. Wir müssen nur unsere Speerkämpfer hier sauber durch diesen Sumpf durchkriegen. Denn er wird sich hier nicht raustrauen, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann müssen wir... Und also jetzt müssen wir uns erstmal gut aufstellen. Auf der Seite brauchen wir viele Bogenschützen. Auf der linken Seite hier. So. Deswegen die Dreiertruppe, leichter Bogenschütze, Schleuderschütze. Die möchte ich gerne hier rüber haben. Da greifen wir von der Flanke aus an durch den Sumpf. Dass wir es schaffen, durch diese Flanke durchzubrechen. Denn sie sieht mir nicht sehr gut verteidigt aus. Dann möchte ich hier drüben auch, jetzt mal gucken, Axtkämpfer, die möchte ich nicht da hinten haben. Die Truppe bringen wir hier rüber. So, die Speerkämpfer stehen gut. Armbrustschützen, massierte Bogenschützen stehen hier auch gut. Die können wir sogar, die können wir nicht vorziehen, okay. Armbrustschützen, Speerträger stehen gut. Massierte Bogenschützen können wir nicht vorziehen. Und die hier, der steht hier eigentlich doof. Den können wir besser, mittelgradige Unordnung, den ziehen wir dann hier oben hin. Wir können ihn besser hier hinstellen. Dann kann er nämlich hier durch und dann hier oben lang gehen. Und das gleiche machen wir mit ihm auch. Er geht hier lang. Und er geht hier rum. Okay, passt. Die Aufstellung lassen wir so. Speer, Bogenschütze, Speerkämpfer, Bogenschütze. Passt. Dann haben wir hier noch welche. Was machen wir denn mit denen? Tja. Das ist mit denen genau das gleiche. Die holen wir hier ein bisschen vor. Den Speerträger. Hier hinten hin. Das sieht ganz gut aus. Und... Warum man die hier so komisch hinstellt, stehen die nach da und den Speerträger bringen wir hier hinten mit. Dass er hier hinten für die Bogenschützen dann so schräg mit rein kann.
Den Speerträger lassen wir hier mit marschieren. Bei den Armbrustschützen das gleiche. Das Spiel hatten wir beim letzten Mal schon. Das machen wir nicht nochmal. Die können außen rumgehen und dann eventuell angreifen. Ja, die beiden hier machen mir noch Sorgen. Die können wir eigentlich, können wir die hier rüberziehen. Die beiden gehen hier lang. Er geht hier lang und dann versuchen wir, die rechte Flanke anzugreifen. Die beiden können hiermit durchstoßen. Er geht hiermit lang. Ich muss sagen, ich würde dann sagen, den packen wir nach damit. Und ihn packen wir daran. Dass die beiden wirklich hier lang gehen, die beiden da lang. Und die beiden stellen wir nach da. Und dann können wir uns entscheiden, ob wir hier oben lang gehen oder da lang gehen, in welchem Bereich wir die zum Einsatz bringen. Okay, meine Hoffnung ist tatsächlich, dass wir mit den Axtkämpfern und den Bogenschützen, Schleuderschützen, hier direkt durch die feindliche Linie durchbrechen können und die dann hier ein bisschen aufreiben. Und ich gehe auch davon aus, dass die sich hier nicht bewegen werden. Das wäre ja schön blöd, wenn die hier rausrennen werden. Mal gucken, ob die sich hier wirklich einfach nur mit, wenn die sich jetzt hier wirklich einfach nur stumpf mit defensiven Speerkämpfern einigeln, dann haben wir natürlich ein Problem, weil dann bringen die hier überhaupt nichts. Das ist natürlich jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, was die machen werden. Ich würde es wahrscheinlich machen, ich weiß aber nicht, ob die KI das macht. Ich würde hier oben gute, was sind das hier? Gute Armbrustschützen hinstellen, die gegen die Reiterei was bringt, und hier im hinteren Bereich einfach nur defensive Speerkämpfer. Obwohl, wenn man uns das mal anguckt, im Nahkampf 100 VP gegen alle Truppen, plus 25 gegen schwächer gepanzerte Fußtruppen. Er ist jetzt geschützt. Und wenn man sich ihn mal anguckt, er hat plus 100 VP gegen Fußtruppen, Eliminierung der ersten 50 VP des gegnerischen Panzerungsvorteils. Das heißt, er ist ungeschützt. Am Ende des Tages, dadurch, dass er mit seiner Axt kämpft, das ist das Coole an diesem Spiel. Durch diese VP-Modifikatoren habt ihr hier einen Modifikator drin, dass der Panzerungsvorteil-Angriff, den er hat, im Prinzip negiert wird, sodass ihr am Ende, ja, also von den VP-Punkten her ungefähr gleich starke Einheiten habt. Und die haben 230, die haben 240, sind Qualität Durchschnitt und die sind auch Durchschnitt. Das heißt, am Ende des Tages kämpfen die Axtkämpfer gegen die Speerträger wahrscheinlich sogar ungefähr gleich stark. Okay, dann nehmen wir das mal an. Jetzt schauen wir mal, wo unsere Feldherren aufgestellt worden sind. Der eine ist hier. Wir können auch Feldherren vergeben. Ihr seht das hier an dem Rechtsklick. Hier können wir tatsächlich keine vergeben. Wir könnten einen Bogenschützen eingeben. Und wir können hier auch die Befehlsgruppe wechseln. Aber wir haben hier auf jeden Fall einen. Wir haben da einen. Ich muss sagen, ich würde gerne auf der Flanke noch einen Befehlshaber setzen. Damit wir hier zumindest ein paar Befehlshaberpunkte haben. Der ist hier für die Mitte ganz gut. Wir können da keinen hinschieben. Ah, das ist doof. Das heißt, die kämpfen am Ende des Tages in der Flanke ohne Befehlshaber. Okay, ja gut. Ich möchte ihn hier aber auch nicht abziehen. Wir könnten den eventuell Einheit benennen. Nee. Wir könnten den nach da schieben. Nee, wir lassen das so. Nee, passt. Okay, jetzt bin ich
mega gespannt auf den ersten Zug des Gegners. So, können wir schon irgendwas sehen? Alles klar, jetzt gucken wir uns erstmal die feindliche Aufstellung an. Und er hat hier baltische Fußtruppen, massierte baltische Fußtruppen, 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 Fußtruppen. Er hat fast keinen. Das ist ja sensationell. Baltische Fußtruppen hat er hier ohne Ende. Die gucken wir uns mal an. 200 VP gegen alle Fußtruppen. Zusätzlich jeder zusätzlicher Negativmodifikator für die Zusammenhaltprobe bei jeder feindlichen Fußtruppeneinheit wegen Niederlage in der Kontaktphase. Plus 100 gegen Kriegselefanten. Jetzt ärgert es. Jetzt gerade bin ich richtig. Und so weiter, dass wir nicht komplett Ritter aufgestellt haben. Das geht mir gerade richtig auf den Senkel. Ah, das ist jetzt, also das ärgert mich jetzt richtig. Ich habe tatsächlich überlegt, aber meine Angst war, dass er hier, keine Ahnung, Speerkämpfer oder irgendwie sowas aufstellt hier hinten. Aber er hat nur baltische Fußtruppen aufgestellt. Gut, ich habe keine Ahnung, vielleicht hat er nichts anderes. Ich weiß es nicht. Plus 100 gegen Kriegselefanten. Im Nahkampf. 100 gegen berittene Truppen. 100 gegen Fußtruppen. Plus 25 gegen schwächer gepanzerte, das ist da nicht so. Plus 25 gegen schwächer gepanzerte berittene Einheiten, das ist bei uns auch nicht der Fall. Wir haben nämlich alles mit unseren Rittern voll gemacht. Und die haben tatsächlich beim Kontaktangriff 200 gegen alle Fußtruppen, außer Pikeniere und Speerkämpfer haben wir nicht. Und 100 gegen Fußtruppen haben wir auch nicht. Plus 100 gegen schwächer gepanzerte feindliche Fußtruppen. Das heißt, wir hätten hier die 100 plus die 100. Stark gepanzert und geschützt. Das heißt, wir haben auf jeden Fall. Übrigens, wenn ihr euch fragt, wie ich das hier aufrufe, ohne auf diesen Button zu gehen, das ist die Taste I. Das hatten wir. Plus 50 versus weniger gut gepanzerte Fußtruppen mit schweren Waffen. Mal gucken, ob die schwere Waffen haben. Ich weiß das gar nicht. Ne, ist ein normales Schwert, ne? Ist das eine schwere Waffe? Eigentlich nicht. Schwertkampf, Durchschnitt, Rüstung, Moral gefestigt. Jetzt bin ich gerade richtig, also jetzt bin ich richtig sauer. Oh, das ist jetzt echt fies. Wir hätten uns hiermit noch mehr aufstellen sollen. Weil ich sehe hier wirklich, ich sehe hier nicht eine andere Truppe. Hier hinten ist mal so ein kleiner Unterfeld her. Ansonsten, was ist das denn? Wieso stellt er denn da oben auf eine 100er Höhe ganz vorne eine baltische Fußtruppe hin? Also, auch die werden sich auch kein Millimeter bewegen. Okay, also der Plan ist nach wie vor, ihr beide. Ich wollte euch eigentlich hier. Kann ich euch nicht durch? Kann ich hier durchziehen? Ich wollte gerade sagen. Wir machen das aber schön einzeln. Du gehst nach da. Du gehst auch nach da. Und eure Truppe geht auch nach da. Beziehungsweise du kannst sogar noch einen vor, das ist gut. Das Problem ist, er ist jetzt ungeordnet, stark ungeordnet. Und ich hoffe, dass das hier wieder zurückfällt. Aber das kriegen wir schon hin. So, die ganze Bagage geht ein vor. Ja, passt. Na, das hat ja gut funktioniert. Ihr könntet... Na, wir müssen hier im Sumpf bleiben. Das ist noch Sumpf. Schaffen das alle soweit? Ja. Sind noch jemand anderes mit drin? Nee. Nee. Gehen wir ein bisschen weiter raus. Okay. Und weiter nach vorn. Alles klar. Dann könnten wir uns mit denen sogar... Oh, ist das sensationell. Die haben da keinen hingestellt. Wir können uns hier auf den Hügel stellen. Und mit, dann nehmen wir den Bogenschützen, die stellen wir hier hin. Und ihn
Was für eine Reichweite hat er denn? 2 nur. Ja. Von hier 1, 2. Das heißt, ihn müssen wir hier in den Sumpf stellen. Hoffen wir mal, dass da keiner steht. Ah, okay. Ich sehe, den Sumpf haben wir noch gar nicht. Ihr seht das. Das sind die Bereiche, die wir noch nicht sehen. Das heißt, er kann hier noch ordentlich Einheiten verstecken. Ah, ich bin sehr gespannt. So, dann gucken wir, ob wir hier nochmal einen vorgehen können. Das können wir. Dann machen wir das auch. So, okay. Also, mit den hier nur einzeln bitte. Möchte ich hier durch und dann uns hier aufstellen, dass wir uns um die baltischen Fußtruppen kümmern. Und mit denen gehen wir erstmal 2 vor. Mit dir natürlich auch. Die möchte ich schön in der Hinterhand behalten, dass das erstmal so aussieht, dass wir hier nur mit so ein paar Truppen ankommen. Und dann werden wir schön von hinten uns einen Flankenangriff mit den Pferden machen. Und ich denke, dann kriegen wir die Einheiten ziemlich schnell runter. Okay, gehen wir auf Tab. Haben alles gemacht. Nächste Runde. Ja, das war genau das, was ich erwartet habe. Der bewegt sich natürlich auch kein Millimeter. Ist ja, der ist ja nicht doof. Okay, dann geht's hier weiter. So, auch die werden hier schön hinterbleiben. Und ihr, ja, ich befürchte, ihr könnt euch nicht mehr bewegen, ne? Aber du kannst dich schon mal drehen. Nein, um Gottes Willen. So. Du bitte nach dort drehen. Muss ich mal gucken. Er kann nach da und er kann nach da. Dann kannst du dich bitte auch schon drehen. Ja, dann können wir in der nächsten Runde hier rausgehen und dann hier einen Vorstoß machen. Sehr schön. So, du nach da bitte. Super. Und die Einheit ist jetzt auch gefestigt. Passt. Wunderbar. Das heißt, sie kommt dann gefestigt raus. Und schon mal nach da drehen. In der nächsten Runde bist du nämlich auch raus. Okay. Wir gehen hier weiter vor. Wir müssen hier leider durch den Sumpf durch. Das dauert ein bisschen. Tja. Aber in meinen Augen sollte das eigentlich klappen. Okay. Gucken wir mal. Ja, jetzt gucken wir uns mal um die Bogenschützen, wo wir die hinstellen. So, entschuldigt bitte die kurze Unterbrechung, aber ich muss tatsächlich mal einen kleinen Schluck trinken. So, jetzt überlegen wir mal, jetzt gehen wir mal in die Informationen rein. Leichte Fußtruppen. Negativmodifikator für Zusammenhaltprobe im offenen Gelände. Was heißt das? Gewürfelt wird ja hier, also es wird ja alles ausgewürfelt. Ihr habt es gesehen. Wir hatten in der letzten Schlacht einige schlechte Modifikatoren. Und wenn ihr auf offenem Gelände seid, das sieht man hier, sowas zum Beispiel, oder auch das hier ist offenes Gelände. Dann habt ihr einen Negativmodifikator beim Würfeln auf die Zusammenhaltprobe. Ihr habt es, glaube ich, schon mal gesehen, eben gerade. Da stand eine Einheit mit dem roten Banner in der letzten Folge. Die wurde von beiden Seiten angegriffen. Erster Angriff. Wir haben starke Verluste erlitten. Dann gab es eine Zusammenhaltprobe, ob wir noch Bock haben auf diese Schlacht. Das heißt, wenn nicht, wären wir eine Stufe nach unten gegangen mit der Moral. Und nach dem roten Banner kommt nur Panik. Also das sind im Prinzip die beiden Banner, die wir haben. Wir sind ungeordnet. Dann kommt das gelbe Banner. Dann kommt das rote Banner. Und dann kommt die Panik. Und dann haben wir gewürfelt, ob wir in Panik geraten. Das ist nicht passiert. Bei der nächsten Schlacht haben wir nochmal gewürfelt. Das ist wieder nicht passiert. Und dieser Würfelwurf, der hat einen Modifikator, einen negativen Modifikator. Was genau das heißt, weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich so eine Sache wie 1 bis 6. Ja? Und bei einem normalen Wurf ist das ausgeglichen. 1 bis 3 ist Panik und 4 bis 6 ist keine Panik. Und da wäre es dann 1 bis 4 ist Panik und 5 und 6 ist keine Panik. Irgendwie sowas wird das sein. So, Fähigkeiten. Fußtruppen ohne Nahkampffähigkeiten. Dann sind die da sehr gut aufgestellt. Ja, Reichweite Kurzdistanz 2
Langdistanz 4 Wirkung halbiert. Das ist wichtig. Also, Zweierdistanz. Und wir hier stehen 1, 2, 3, 4. Das heißt, wir haben hier nur noch eine halbe Wirkung, aber trotzdem nur für 5 Runden. Wir machen das trotzdem. Was mit dem Schleuderschützen? Da gucken wir auch nochmal rein. Der hat das gleiche und der hat schon von vornherein nur eine 2er Reichweite. Alles klar. Das heißt, der geht hier hoch. Der geht dahin. Und den bringen wir über den Berg hier vorne mit hin. War das gemacht? Gucken nochmal. Okay, haben wir. Nächste Runde. Wir werden jetzt diese Runden tatsächlich mal Zeit haben. Das finde ich tatsächlich mal eine sehr interessante Schlacht. Das heißt, wir gehen jetzt hier rein. Zack. Er geht jetzt nach da. So. Dann stellen wir uns erstmal auf. Okay, die beiden, beziehungsweise die ganze Truppe hier. Ich kann wieder einen vor. Passt. Nein! Verdammt! Jetzt habe ich mich verklickt. Das machen wir nochmal rückgängig. Entschuldigt. Gott sei Dank gibt es diese Zurückgängig-Funktion, diese Zurückfunktion. So, jetzt passt es. Okay, also, Pferdchens. Einmal nur du bitte. Nach da. Sehr gut. Nur du nach da. Ihr bitte zwei nach vorne. Sehr schön. So, du kannst jetzt auch nach vorne. Machst nur bitte mit deinem. Du eilst hinterher. Tja, mit dem müssen wir jetzt hier einfach, da müssen wir jetzt einfach durch. Das können wir nicht ändern. Okay, das sieht ganz gut aus, finde ich. Jetzt müssen wir gleich, bevor wir hier ankommen, uns darum kümmern, dass wir hier die Sperrkämpfe haben. Da müssen wir mal schauen, wo und wie die gut kämpfen. Und hier haben wir die Armbrustschützen und massierten Bogenschützen. Da müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir die dann zurückfallen lassen. Und wir ihn dafür reinschicken. Und hier genau das Gleiche. Er muss zurückfallen und er muss dafür rein. Das müssen wir dann in der nächsten Runde uns mal angucken. Hier hätten wir tatsächlich... Ah, das ärgert mich. Hier hätten wir noch eine Einheit mehr gebraucht auf der Seite. Dann haben wir jetzt hier nämlich eine Lücke in der Front. Aber das... Ich denke, das ist sogar ganz gut. Dann können wir durch die Lücke nämlich mit den Pferden durchstoßen. Dann versuchen wir in den nächsten Runden, die ein bisschen weiter nach links zu bringen über den Weg. Und dann stoßen wir durch die Lücke hier durch. Und mit denen stoßen wir hier durch, wenn das klappt. Ich hoffe es. So, jetzt schießen wir erstmal. Ist die Frage, wen wir zuerst angreifen wollen. Ich würde sagen, ihn. Wenn wir hier am einfachsten durchkommen, dann können wir nämlich danach hier reingehen. So, was steht hier? Verteidigende Fußtruppen erhalten Deckung und sind geschützt gegen Angriffe an der Flanke oder von hinten. Überlagende Truppe und Kavallerie. Zudem erhalten sie einen Kampfvorteil. Sind geschützt gegen Angriffe an der Flanke und von hinten und Kavallerie. Ah, okay. Das heißt, wir können mit der Kavallerie nicht angreifen. VP gegen alle berittene Truppen. Ich würde ja gerne mal hier diese Deckung sehen. Also da steht, ich bin sehr gespannt, ob wir überhaupt gar mit der Kavallerie gar nicht angreifen können. Ja gut, wie sollen wir hier auch durchkommen, ne? Wir müssen ihn ausschalten und dann kommen wir da durch. Ja, okay. Das heißt, wir greifen mit ihm da an. Drehen bitte und Angriff. Und hier versuchen wir... Ah, okay. Hier haben wir natürlich jetzt das Problem auch mit der Flanke. Wir gehen einfach straight forward. Moment, wir mal gucken. Die gehen hier lang. Das heißt, wir müssen mit denen gleich ein nach da, nur mit den beiden. Gehen wir hier weiter auf die massierten Bogenschützen. Und den versuchen wir schon mal ein bisschen Schaden zu bereiten. Wir nehmen uns mit unseren Axtkämpfern hier die beiden Bogenschützen vor.
Das gefällt mir ganz gut, der Plan. Und ob das aufgeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin, euer Strategienerd. Ciao, ciao.